Guten Tag und hallo, liebe Campingfreunde. Heute ist ja Freitag, fast Feierabend. An dem Eura habe ich ja 200 Watt Solaranlage eingebaut. Hier war schon eine Platte da hinten. Jetzt haben die insgesamt 300 Watt. Hier an dem Fosta habe ich neue Klimaanlage eingebaut. Vorher, glaube ich, vor 2 Monaten, habe ich die 200 Watt Solaranlage eingebaut und Saatanlage und Lithiumbatterie. Ich glaube, die Kunden sind zufrieden, dass die wiedergekommen sind. Zeige ich euch, was ich da noch gemacht habe. Und auch an dem Eura. So, an dem Eura habe ich noch MPPT-Regler von Victron Energy mit Bluetooth eingebaut und eine 200 Amperestunden Lithium-Batterie. So ist da dahinter, ist ja der Wechselrichter mit Netzumschaltung, externe Netzumschaltung, so dass die in allen Steckdosen in dem Fahrzeug 230 Volt haben, einmal von dem Wechselrichter, einmal von Landstrom. Da kommt noch der Deckel drauf. Und dann ist die Sache erledigt. So. Die Kunden können sich morgen, ist schon sauber, die Kunden können morgen das Fahrzeug abholen. Hier liegen die Papiere. So. So, da ist die Klimaanlage, was ich eingebaut habe. Die Kunden haben sich ja die Klimaanlage selber gekauft. Ich habe die nur eingebaut. Da tue ich auch, da habe ich ja kein Problem damit. So, hier liegt der Schlauch, weil ich noch Außengassteckdose eingebaut habe. Zeige ich euch auch. So, da ist die Außengassteckdose und noch Stützen im Heck, also Klappstützen, kann man sehen, sind auch fertig. Morgen kommt noch ein Kunde, der bekommt Luftfederung mit Auflastung, Luftfederung mit Kompressor, mit Auflastung und ein Deckenventilator Maxvan. Und dann möchte er noch, dass wir ihm 2 Träger einbauen auf dem Dach. Der hat ja Surfbretter und dann machen wir auch gerne. Der hat sich das alles selber gekauft, besorgt. Ja, wir bauen das nur ein. So, liebe Campingfreunde, da wünsche ich euch allen schönes Wochenende. Und wie auch immer, wenn jemand eine Frage an mich hat, kann er mich gerne anrufen oder anschreiben. Wenn ich kann, helfe ich auch sehr gerne. Bis bald.